Peace, Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zum ersten Mal mitnehmen. Und zwar werde ich nach Berlin fliegen gleich mit Tim. Im Auftrag für Free Kickers werden wir dort ein Event von Puma besuchen. Dort wird einiges geboten sein. Also ich weiß nicht genau, was dort alles passieren wird. Aber ich weiß, dass Luis Suarez, Marco Reus, Axel Witzel und Davy Selke am Start sein werden. Des Weiteren werden Bowser und Summer Jam dort auftreten und ich bin echt mega gespannt, was mich dort alles erwartet. Ja, ich habe jetzt gerade meine Tasche gepackt und ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal los. Ich fahre jetzt zuerst mal noch zu Tim, aber ach, wisst ihr was? Ich nehme euch einfach mit, deswegen kommt mit. So, dann geht's jetzt mal erstmal zu Tim. Als allererstes muss noch ein geiler Beat angemacht werden. Damit kann man doch leben. Yeah. Auf geht's. Leute, guck mal, es sind minus 4 Grad, Alter. Überhaupt keine Lust, ey. Schlimme ist, ich würde so gerne auf dem Sportplatz rausgehen und drehen, aber Alter, der Platz ist einfach so hart gefroren, das nervt so abartig. Ich hab kein reines Gewissen, nannte neidische Blicke auf meine Geschichten. So Tim, ich bin jetzt gleich da. Karre von unserem schönen Tim, falls ihr ihn noch nicht auf Instagram habt, hier. So Lord Moore, jetzt wird noch Frankfurt, ne Quatsch. Und erstmal nach Saarbrücken geheizt. Ich also Frankfurt. Lord Moore is ready. Hier müssen wir hin. So, dann hören wir jetzt mal schöner Auspuff in einem Parkhaus. Freue ich mich schon drauf. Mittlerweile sind wir dann an der Event-Location in Berlin angekommen und hier muss man auf jeden Fall noch Props geben an Puma für dieses krasse Event. Denn es war wirklich komplett kostenlos und jeder konnte vorbeikommen und den neuen Puma One bzw. Future anziehen und in Soccer Cages testen. Zudem waren Stars auf der Bühne wie Davy Selke, Axel Witzel, Ibisevic, Luis Suarez, Bowser, Summer Jam und wie sie alle auch hießen. Es war wirklich ein mega cooles Event und Dankeschön nochmal an Puma für die Einladung. Mein persönliches Highlight waren die Interviews mit Davy Selke und Ibisevic, welche ich euch jetzt zeigen werde. Hey Davy, schön dich zu sehen. Die erste Frage an dich ist, was machst du, wenn du morgens aufstehst, als allererstes? Auf mein Handy schauen. Erstes aufs Handy schauen und dann geht es wahrscheinlich erst los zum Frühstück oder zum Fertigmachen. Ja, ins Bad und dann zum Frühstück. Okay, okay. Und die nächste Frage ist direkt, wer ist für dich momentan der beste Spieler der Bundesliga? Jetzt mal ausgenommen du selbst. Oder wer ist dein Lieblingsspieler so? Keine Ahnung. Marco Reus. Marco Reus? Ja, mega, mega. Ja. Komplett. Verletzungsfrei und ja, was er da. Finde ich auch. Welche Dominanz da auf dem Platz bringt, ist schon mal. Mit einer der stärksten. Wie gefällt dir der neue Puma Future? Sehr gut. Ich spiele in den Flach. Ich finde, passt perfekt. Fühlt sich super gut an. Hat ein gutes Ballgefühl damit und ich finde, trägt sich super. Spielst du denn auch manchmal laceless, also ohne Schnürsenkel? Habe ich mal probiert, aber ich bin nicht so der Typ. Ich mag es sehr. Du magst es dann zu viel. Ja, genau. Wenn es ein bisschen fester ist, wenn es ein bisschen enger ist, dann so mag ich es mal. Okay, und was ist für dich so das Wichtigste an einem Fußballschuh? Ist es der Komfort oder eher so, dass er am leichtesten ist? Oder dass du vielleicht den besten Grip am Ball damit hast? Oder? Mir ist wichtig, dass ich mich sicher fühle, dass ich ein gutes Gefühl habe im Schuh, dass er bequem ist und dass er eng geschnitten ist. Okay.
Gut, prinzipiell wollen wir dich nicht noch länger auf die Folter spannen, das war es eigentlich von uns. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dich unsere Fragen gestellt hast und sehr vielleicht gerne. Sieht man sich ja auf dem Platz demnächst. Wir werden es sehen. Haut es mal in die Kommentare, ob ihr es wollt. Ja, wollt ihr jeden in einem Video sehen für uns? Dann schreibt es mal unten rein. Okay. Erstmal, hi. Hi Veda, schön dich vor der Kamera zu haben. Die erste Frage, die ich jetzt jedem stelle, ist einfach ganz simpel und zwar, was ist das Erste, was du machst nach dem Aufstehen? Normalerweise trinke ich einen Kaffee, natürlich erstmal Toilette, aber Kaffee und Frühstück. Bei deinem Freund Davy, der war das Erste, er guckt aufs Handy. Ist das bei dir nicht so? Bist du nicht so handyfixiert? Liegt das eher ein bisschen weiter weg? Nee, vielleicht muss ich den Wecker ausschalten, ja, aber stimmt. Sonst okay, mehr okay. Ist das nicht. Cool. Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar geht es da schon um den besten Spieler der Bundesliga, deiner Ansicht nach. Und nach dir? Nee, also momentan oder generell? In den Jahren, weil ich spiele ja... Sagen wir, machen wir es zuerst jetzt momentan und dann später so, den du, gegen den du oder jemals gespielt hast. Aber jetzt mal momentan. Ich glaube, momentan würde ich sagen, Marco Reus ist der Spieler. Da führt wohl kein Weg dran vorbei momentan. Das hat Davy auch gesagt und es ist auch meiner Ansicht nach der Beste momentan. Und generell, lass mich raten, vielleicht allen Robben, so ein Topform oder Ribéry? Ribéry würde ich eher sagen, ja. Weil die Zeit, wo ich gespielt habe, hat er auch die ganze Zeit schon Bundesliga gespielt. Mhm. Und das war ein Spieler, der das geprägt hat. Ja, also ein Robben und Ribéry sind für mich beide so Ausnahmespieler. Aber ja, noch tatsächlich krasser. Ribéry mit seinem Spielwitz und dem Geniestreichen, die er manchmal an den Tag legt, da hast du schon recht. Okay, und wie gefällt dir der neue Schuh von Puma? Sehr gut, also eigentlich genau mein Ding. Okay. Ziemlich fest, hinten Ferse und stabil, natürlich vorne. Bisschen weicher mit Leder für das Gefühl und das ist genau, was ich brauche. Was ist für dich bei dem Schuh da am wichtigsten? Ist es der Komfort, so dass du keine Blasen bekommst oder so, oder dass er besonders leicht ist? Oder? Ich glaube, alles zusammen, also das Gesamtpaket. Okay. Das Gesamtpaket stimmt und muss stimmen, man muss sich schon wohl fühlen und so ist das auch bei Puma, aber wie gesagt, der Schuh ist stabil und trotzdem man hat Gefühl, wenn man Ball im Fuß hat. Easy. Okay, du hast jetzt einen Song, den du hören darfst, wenn du ins Training fährst. So, was ist der Song, der dich am meisten motiviert oder den du am liebsten hörst? Sagen wir es mal so, ganz einfach. Boah, ich habe keinen Lieblingssong. Es ist immer unterschiedlich. Also, ich kann jetzt kein bestimmtes Lied finden. Von daher kann ich jetzt auch... Jetzt nichts Besonderes. Okay. Prinzipiell war es das schon. Davy, der war eben richtig heiß, als wir gesagt hatten, ob er vielleicht Bock hat auf ein Video mit uns. Jetzt stelle ich die letzte Frage auch noch an dich. Hast du vielleicht Bock mal demnächst mit uns auf den Platz zu gehen und eine Challenge abzudrehen oder so? Ja, wenn das zeitlich passt, dann würde ich das gerne machen. Cool, freut mich zu hören und ich bedanke mich fürs Interview. Ja Freunde, hier stehen wir jetzt schon die ganze Zeit und machen Interviews mit den Stars und ja, ich habe jetzt noch die letzten Unterschriften, die ich gebraucht habe, organisiert und dann war es das auch schon wieder fast mit diesem coolen, anstrengenden, aber wirklich ereignungsreichen Tag. So Leute, hier auf der Bühne, da hat gerade eben tatsächlich Bowser und Summer Jam gestanden, aufgetreten, war wirklich mega, mega cool. Mache ich normales Bild. Ah ne, hier ist cool. Oh, das ist ein Boomerang. Ah, ist auch cool. Ja, klar. Warte. So, das war's jetzt von dem Event. Wir sind anschließend noch mit den Leuten von Puma fein was essen gegangen. An dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank an vor allem Robin für diese geile Einladung, für das coole Event, für diesen wunderschönen Tag. Am nächsten Morgen sind wir dann wieder ganz gemütlich nach Hause geflogen. Und ja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan, der Nummer 1 Goalkeeper.